Unterstützungseinheiten Age of Wonders 4. Sie können heilen, sie haben leuchtende Stäbe und mit ihnen zu spielen fühlt sich für mich an, als wenn ich meinen eh schon vorangeschrittenen Alterungsprozess um 10 Jahre beschleunige. Also lasse ich sie dir mal lieber zu Hause ihre Demenz verbreiten und umgebe mich lieber mit leckeren Einheiten wie Kampfmagier, Drachen oder Männern mit schönen Oberkörpern. Aber dann erreichte mich eine Nachricht voller Boshaftigkeit und Niedertracht, die meine Woche erschüttern sollte. Nur Unterstützungseinheiten-Challenge fände ich übrigens witzig. Ich war voller Wut und Frustration. Hätte ich ihn nicht immer Unterhaltung geboten? Wieso wollte er mich jetzt fertig machen? Perfide und dunkel mussten seine Gedanken gewesen sein, denn natürlich muss er gewusst haben, dass ich mich keiner Herausforderung entziehen kann. Also habe ich mich mit den schlauesten Köpfen im Age of Wonders 4 Universum zusammengesetzt und im Labor an einer Strategie gearbeitet, die diese Challenge nicht einfach knapp meistern würde, sondern jeglichen Widerstand brechen sollte. Nach Stunden kam die Erleuchtung in Form von Primal Furies urtümlicher Kultur. Denn diese Kultur bringt den Animisten als Unterstützungseinheit ins Spiel. Er kommt mit zwei Fähigkeiten ins Spiel, die eine Cheesy-Strategie ermöglichen, wenn man viele der Animisten hat. Er kann einerseits das urtümliche Monster beschwören, das man gewählt hat. Wir werden hier schön das Mammut benutzen. Dafür braucht man aber 5 Stapel des Buffs dieses Monsters. Die andere Fähigkeit gibt uns aber neben deiner Heilung 3 dieser Buffs und wir benötigen 5. Und danach ist der Himmel das Limit, wie ihr im Video sehen werdet. Also viel Spaß damit und vergesst nicht zu kommentieren, ein Like dazulassen und zu abonnieren, denn so ein Labor ist verdammt teuer. Ja, handeln wir erstmal das Langweiligste ab. Die Settings. Guckt euch an, ein schönes, gemütliches Feenland voller Tiere und abenteuerlichen Dingen wie Arktis und Frost, wenig freien Städten und natürlich auch brutal gespielt, mit 3 Gegnern, die wir zu besiegen suchen, mit unserer tollen Strategie Unterstützung Only. Wir spielen mit magischen Elfen, geführt von Stiles Stahlkiefer, unserer wunderschönen Amazone, die dieses Volk, das sich mit Treffsicherheit und magischen Angriffen auskennt, in die Schlacht führen wird. Wie von wunderschönen Elfen nicht anders zu erwarten, sind wir Verehrer des Guten, sind leider aber süchtig geworden von Mana. Aber dafür haben wir ein wunderschönes Mammutreittier, das uns durch die Arktis flitzen lässt und uns große Vorteile gibt, denn auch unsere Animisten werden auf diesen Mammuts sitzen und in die Schlacht reiten. Und wir werden diese Mächte brauchen, denn die Umgebung ist hart und harsch und die Gegner sind massig und bösartig. Zunächst müssen wir aber erstmal unsere Einheiten alle löschen, außer die Unterstützungseinheiten natürlich, denn die dürfen wir behalten und deswegen haben wir auch die 2 Trades genommen, ist doch klar. Die zweite Support-Einheit, die wir nutzen werden, ist die Wildsprecherin aus dem Naturbuch. Und die wird uns auch super nützlich sein, denn sie kann was beschwören und sie kann unsere Mammuts, die wir nachher beschwören wollen, noch verstärken. Ein erster unbedeutender Kampf endet natürlich im Sieg für unsere Stiles Stahlkiefer. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz auf ein, was wir mit ihr machen wollen. Da wir kaum Frontline-Einheiten haben aus unseren beschworenen Einheiten, wird sie natürlich unsere Nahkämpferin sein. Sie wird also wirklich Stahlkiefer haben und kassieren sollen. Ob das wirklich nötig ist, werden wir im Laufe des Videos sehen, aber es ist am Anfang zumindest, wie ihr gleich mal sehen werdet, sehr, sehr wichtig. Denn unser Mammutgeist ist natürlich mit uns und ich zeige euch einfach mal in einem von exemplarischen Kämpfen, wie das Ganze geschehen soll mit dieser kleinen Armee. Alles andere werde ich natürlich erstmal nicht mehr zeigen, sondern erst, wenn wir zu größeren Kämpfen kommen. Aber ihr werdet jetzt mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Die Map ist natürlich ganz klar auf unserer Seite hier und außerdem bin ich, kann ich jetzt schon spoilern, sehr langsam hier mit dem Beschwören unserer schönen Mammuteinheit, die wir jetzt auch später mal sehen können. Aber hier reicht das natürlich aus, um diese kleine Armee zu besiegen. Denkt immer daran, man kann es nicht beschwören, wenn man in der Kampfzone ist. Das heißt, nur außerhalb der Reichweite von Gegnern könnt ihr auch diese Einheit beschwören. Das solltet ihr immer beachten, wenn ihr es nachspielen wollt. Ich denke, man erkennt ganz gut die Idee des Ganzen, denn unser Stiles Stahlkiefer wird genau diese Strategie bis zum Ende dieses Videos durchführen und natürlich perfektionieren. Und maximieren, um alle Gegner zu vernichten. Außerhalb davon machen wir natürlich unsere üblichen Dinge. Wir treffen unsere ersten freien Städte. Yay, wir schaffen es, unsere Gegner zu besiegen im Umkreis unserer Basis. Und wir werden natürlich bald auch unsere netten Freunde und Kameraden kennenlernen, die sich in der Umgebung so festgesetzt haben. Um den Vorteil unseres tollen Mammuts natürlich auszunutzen, benutzen wir auch den Tempel des Gletschermammuts, um überall Schnee zu verteilen, damit wir so richtig schön die Leute ankotzen können, die diesen Schnee nicht mögen. Dabei kann man so tolle Dinge damit machen, wie einen Schneemann bauen, reinpinkeln, anderen Leuten damit das Gesicht waschen. Herrlich. Eine liebe Lesende wird dann unsere zweite Heldin,
Die sollte eigentlich auch zum Nahkämpfer werden, aber Magie ist halt recht stark, deswegen bleibt sie erstmal dabei. Herzlichen Glückwunsch, du Belesene, du wirst unsere Magierin. Passenderweise finden wir Artika als unsere erste Gegnerin. Die passt natürlich perfekt ins Setting hinein, denn die liebt Schnee, die versteht, was ich meine. Aber natürlich wird sie uns nicht ganz so mögen, wie man hier an der Beziehung sehen kann. Zweites, unser super Kumpel Grimir der Einiger, denn den habe ich selber erstellt. Und deswegen muss er natürlich klasse sein, das könnt ihr euch ja denken. Das heißt, das wird unser bester Freund auch, wenn er uns gerade auch nicht sehr mag. Mit der Gründung unserer zweiten Stadt erhalten wir auch die Chance, unser zweites Buch zu wählen. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Wir werden alles wählen, was uns irgendwie Buffs gibt für unsere Unterstützungseinheiten. Das geht hier vom Blitzfokus bis über zu heilenden Stäben oder Feenstäbe, was auch immer, damit unsere Unterstützungseinheiten uns irgendeinen Vorteil bieten können, damit wir unsere Schwächen, keinen Nahkampf zu haben, außer beschworenen Einheiten, ausgleichen können. Naja, und dann kommen wir wieder zu dem Zeitpunkt des Spiels, den wir alle erwartet haben. Alle drei KIs, also wir haben auch den dritten kennengelernt, haben uns jetzt mal schön vorwärts zettelt. Schaut euch diese Map an, ist das nicht herrlich? My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Aber kein Grund, verzweifelt zu sein, denn die Liebe zu den Tieren, zu unseren wolligen Freunden, den Mammuts, wird immer größer, denn die Tierverbundenheit haben wir endlich erreicht und können wir unser Volk geben. Herrlich. Wie ihr sehen könnt, gedeiht auch unsere zweite Stadt und ich habe mich dazu entschlossen, schnell da unten an Außenposten hinzuquetschen, damit wir wenigstens die dritte Stadt hier hinbekommen, denn sonst wird das gar nichts mehr mit diesem ganzen Forward-Settling. Wobei vor allen Dingen unsere beiden Zwergenkollegen sich ziemlich aggressiv geben und die Städte oben schon gegründet haben. Irgendeine mies gelaunte Flora und Fauna entscheidet sich dann, uns anzugreifen, warum auch immer. Dabei sind wir doch tierverbunden, naturverbunden, herrliche Wesen, rein und gütig. Naja, dafür müssen sie halt sterben. Also schmeiß die Kampfmusik an, denn jetzt zeigen wir nochmal einen weiteren schönen Kampf. Wie ihr sehen könnt, ist die Armee mittlerweile stark gewachsen. Wir haben einige Animisten, aber auch Wildsprecherinnen dabei, die uns direkt mal am Anfang, egal wie verletzt wir sind, komplett wieder auf 100% hochheilen können. Das wird sogar noch bald durch eine Fähigkeit erweitert. Dann können wir natürlich die ganzen Viecher beschwören und ich zeige euch gleich mal, was denn da jetzt für eine tolle Line an ganzen beschworenen Viechern herauskommen kann, denn das ist schon recht beeindruckend. Wie ihr sehen könnt, sind wir in Runde 2 und dann zeige ich euch mal, was da so alles auf dem Feld herumsteht. Mit 3 beschworenen Mammuts, einer Spinne, einem Sandwurm und noch einem Tier, das wir beschworen haben durch unseren zweiten Helden, haben wir eine schlagkräftige Armee, die diese Armee komplett aus dem Leben kloppen wird. Und das ist richtig nice. Selbst der T5-Kollege, der gehörnte Gott, kann nichts gegen uns machen, auch wenn er seine Pflänzchen beschwören will und seine Ränkchen. Das ist komplett egal. Und damit kann man eigentlich diesen Kampf schon fast skippen. Ihr seht das Prinzip, wir benutzen unsere Heilungsfähigkeit, um uns aufzupumpen, selbst wenn wir schon Kämpfe hinter uns haben. Wir sammeln 5 Stacks, beschwören konstant Mammuts, Tiere und buffen diese Tiere im schlimmsten Fall noch und hauen dann richtig drauf. Das klappt in diesen kleinen Kämpfen einfach exzellent. Das Ganze mit T2-Einheiten wie den Animisten und den Wildsprecherinnen dann auch in großen Kämpfen gegen unsere Feinde klappt, das werden wir dann noch sehen, denn wir haben ja einen Kollegen, der uns oben rechts ziemlich einschnürt und der wird unser erstes Opfer sein, denn das gefällt mir nicht wirklich, dass er uns so auf die Pelle rückt. Vieles geht währenddessen weiter den Weg des Nahkämpfers mit heiliger Vergeltung und der entziehenden Klinge, die wir niemals benutzen werden, ehrlich gesagt, und weiteren Buffs für Nahkampffähigkeiten, mal ganz anders als sonst, wo wir immer nur auf die T-Buff-Fähigkeiten eingehen. Als kostenlosen Helden nehmen wir Ferritum the Mechanic mit, den habe ich auch mal irgendwann erstellt, von daher für 0 rekrutiere ich den und baue den dann doch wieder zum Nahkämpfer um, damit wir, wie gesagt, mehr Frontline haben, damit nicht nur unsere beschworenen Einheiten da vorne rumstehen. Ich habe dann lange überlegt, welches Buch nehmen wir als nächstes und ich nehme das Buch der Feennebel, denn ich dachte, ich brauche eine Astral und Natur, denn diese beiden geben uns ganz gute Buffs für unsere Unterstützungseinheiten. Ich habe aber die Stäbe des Nebels unterschätzt, denn da kriegen wir eine Heilung, die keine Aktion kostet dazu und die wir alle paar Runden benutzen können. Von daher ist dieses Buch top, wenn ihr das nachspielen wollt. Das ist auf jeden Fall ein absolutes Must-Have, weil ihr euch dann konstant überheilen könnt. Also wenn man da als männlicher Spieler gegen spielen würde, wird man komplett ausrasten. Ihr seht jetzt, wie meine dreckigen, fiesen Augen, meine heiligen, feinen und gutartigen Elfenaugen, sich langsam Richtung Rotfjörn und Idgard, dem Weltenbieger, bewegen. Denn der ist unser erstes Ziel. Aber ihr seht, wir haben keine Rechtfertigung für den Krieg. Ja, was könnten wir denn da machen? Dieses komplexe System von Age of Wonders, das hat uns wieder mal in eine Falle gelockt. Was können wir tun? Was können wir tun? Er steht hier mit seinen Einheiten in unserem Gebiet herum. Irgendwas müssen wir doch machen können. Es muss doch einen intelligenten, komplexen, mathematisch eindeutigen Weg geben, dieses riesige Problem zu umgehen. Naja, ihr könnt es euch schon denken, wir machen es wie im echten Leben.
Wir schmeißen Geld auf unsere Probleme. Das heißt, wir gehen zu Idgard und sagen ihm, hey, der Konflikt, der war schon blöd, ne? Gib ich dir ein bisschen Geld für. Jetzt ist der Krieg gerechtfertigt, ne? Weil du warst schon echt gemein zu mir. Von daher ärgerst du mich ziemlich. Ja, machen wir aber erstmal noch einen Blitzfokus drauf, damit unsere Armeen auch wirklich bereit sind. Ich kümmere mich noch um so ein paar Kleinigkeiten. Aber dem Krieg steht nichts mehr im Weg. Ihr seht, ich habe mir noch eine schöne Axt angefertigt für unsere Stieles, damit die auch wirklich ihr Stahl verbreiten kann. Um dem bösen Idgard den Gar auszumachen. Mit den Stäben des Nebels können wir die Stäbe des Krieges erheben. Denn unsere Animisten und unsere Wildsprecherin sind bereit, ihre glühenden, leuchtenden Stäbe, ihre Heilung zu nutzen, um Midgard endgültig den Gar auszumachen. Wir sind in der 36. Runde und werden uns jetzt mal schön Rotführen einverleiben, denn das stört uns ziemlich in unserem, sagen wir mal, ästhetischen Bild der Kälte und des Schnees. Es kommt sogar in großen Ereignissen und Rotführen ist relativ schnell unser. Da wir natürlich gute oder gutgläubige Elfen sind, werden wir nicht die böse Tat tun, die ich sonst immer machen würde, sondern übernehmen die Stadt einfach mit der Bevölkerung von Idgard. Sind ja auch Zwerge, von daher liebe ich sie ja sowieso, das wisst ihr ja ganz genau. Zur Feier des Tages holen wir uns ein neues Buch. Das Buch der Kunstgriffe gehen diesmal in den Materiumbaum. Und warum? Na, das zeige ich euch nachher. Es geht um den Zauber Belagerungsmagie, der für unsere Challenge absolut krank ist. Aber zuerst kommt es zum Clash. Idgard greift uns an mit seinen 3 Stacks. Und jetzt kommt unsere erste wirkliche Bewährungsprobe. Schaffen wir es mit dieser Strategie, mit unseren T2-Einheiten die gegnerische Armee zu besiegen? Ja, denn sie ist schwächer. Aber ihr seht, was wir verlieren würden. Wir würden 8 Einheiten verlieren. Das können wir nicht so annehmen. Das bedeutet, jetzt kommt es zum ersten großen Kampf, um zu zeigen, ob diese Strategie wirksam ist. Ich erspare euch dabei lieber mal das Ganze. Casten, zaubern, verzaubern, schwören, zaubern, beschwören, casten, zaubern. Und es gibt einfach mal zum Endergebnis. Und hier seht ihr es in all seiner wunderschönen Prächtigkeit. Das Ergebnis von dieser Strategie, dieses Heer an beschworenen Einheiten vor unserer Heer von Mammutbewehrten, Animisten und Wildsprecherinnen und unseren Helden. Wir haben 5 Mammuts, wir haben Vogel, Spinne, Einhorn und ich glaube noch ein Vogel. Also extrem viel und wir sind, wenn ihr jetzt nochmal guckt, Runde 3. Das heißt, wir haben jetzt eine extreme Frontline eingebaut. Das Einzige, was in diesem Kampf jetzt das Problem ist, natürlich, wir haben ja nicht für immer diese Beschwörungen, die halten ja nur ein paar Runden. Gleich beim Konter von Idgard merken wir ein Problem. Diese Erdelementare sind extrem stark gegen uns, weil sie erstens nicht sehr viel Schaden von unseren Fähigkeiten bekommen und zweitens diese AOE-Fähigkeit haben, womit sie sich erstmal rein teleportieren können und dann nochmal AOE machen. Damit können sich unsere Support-Einheiten nicht wegbewegen und sie werden auch noch deutlich gedamaged und in den Nahkampf gezwungen, was extrem unglücklich ist, denn das werden wir jetzt gleich noch sehen, kann dann unglücklich sein. Ich bin jetzt auch ziemlich nach vorne gerusht, weil ich dachte, das machen wir jetzt locker. Aber die KI nutzt diese Elementare wirklich sehr gut und das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Und damit ist es eines der größten Probleme oder zumindest Hindernisse, die wir in dieser Challenge überwinden müssen. Auch wenn unsere Elfen und unsere Strategie schon ziemlich cheesy sind, werden die uns trotzdem einige Probleme bereiten. Wir wehren uns natürlich nach Kräften, aber ihr merkt sehr gut, dass auch die Golems, diese Bronze-Golems mit ihren AOE-Fähigkeiten und ihrem mehr Schaden gegen berittene Einheiten, also auch gegen unsere Mammuts und unsere Sporteinheiten, die auf dem Mammut sitzen, uns ziemlich unter Druck setzen, denn langsam aber sicher fällt unsere Frontline dann doch etwas in sich zusammen und der Gegenangriff von uns ist nicht so beeindruckend, eben wegen dieser Elementare, die mal locker ihre Einheiten binden können, wenn sie glücklich stehen. Das heißt, gefroren, also das Frieren durch unser Mammut, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben, um hier standzuhalten und nicht zu viele Verluste zu erleiden. Es wäre nebenbei auch extrem interessant, mal zu wissen, wie viel Heilung wir genau in diesem Kampf ausgelöst haben. Ich bin hier konstant in der Heilung, mache das konstant durch mit dieser Feenbrise und mit der Standardheilung, diese spirituelle Heilung, die ich ja schon am Anfang erwähnt habe. Das schneide ich natürlich teilweise raus, sonst, weiß nicht, das sieht halt auch nicht so spannend aus, ist jetzt nichts Beeindruckendes. Ihr seht aber, wir brauchen so lange, um dieses Elementar da hinten zu beseitigen und da fällt auch tatsächlich unser erster Animist. Und es sind andere Animisten, die schon, wie ihr sehen könnt, sehr niedrige Lebenspunkte haben, die wir konstant irgendwie noch über Wasser halten müssen. Wir haben da teilweise Schweine, dass wir einen Fehlschlag bekommen. Eben durch diese Feenbrise werden wir auch irgendwie weniger anfällig für Fernkampfangriffe, Nahkampfangriffe und Magieangriffe. Das bedeutet, dass wir schön immer gerade so um den Tod herum tanzen. Also es ist nicht so, dass es total einfach ist. Und ihr merkt jetzt, puff, hat's gemacht. Alle unsere Frontkämpfe, außer das eine Mann vorne, sind tatsächlich weg. Mir ist ja ganz klar bewusst geworden, dass wir tatsächlich eben mit
den Unterstützungseinheiten spielen. Die können halt heilen, die haben leuchtende Stäbe und ansonsten sind sie ziemlich, naja, nicht so spannend. Und deswegen haben wir gerade einige Probleme, uns hier über Wasser zu halten. Also heißt, nicht zu viel Verlust zu haben. Die Armee war ja zum Glück nicht übermäßig stark. Aber es ist eben ganz klar ein Signal für mich, nicht zu sehr reinhauen, also nicht alles beschwören und einmal so ein Showcase machen, wie ich es gemacht habe, sondern tatsächlich zu überlegen, wann beschwöre ich was, wann schicke ich was nach vorne und da ganz gezielt vorzugehen. Denn wir werden sehen, die Hauptstadt von Idgard sieht mal ganz anders aus und da brauchen wir durchaus einen gescheiten Plan, um da vorzugehen. Durch das Moralsystem können wir diese Kämpfe dann doch noch gut gewinnen. Es wäre aber ohne dieses Moralsystem von Age of Wonders 4, glaube ich, deutlich schwerer, diese Challenge zu spielen. Selbst mit der Strategie, die wir hier fahren. Denn der Nahkampf ist, wie ihr sehen könnt, extrem schwer. Wir haben zwar massive Heilung, aber wir sind natürlich sehr, sehr anfällig für jeglichen Angriff im Nahkampf. Was natürlich irgendwo auch Sinn ergibt. Ja, und natürlich durch die Strategie haben wir den riesen Vorteil, dass diese Mammuts unendlich beschworen werden können. Es gibt ja viele Fähigkeiten, die können nur einmal im Kampf beschworen werden. Wie zum Beispiel bei einem Wildsprecher. Ich denke, dass das auch irgendwann noch gepatcht wird. Deswegen genießt diesen Schieß, solange er noch existiert. Wobei er halt für diese Challenge natürlich das Exzellente ist und man damit wirklich auch gut arbeiten kann. Ich kann es euch nur empfehlen, spielt es mal nach. Wie angedeutet, durch die Moral ist dann die Flucht gekommen. Wir haben einige nicht einholen können. Ansonsten haben wir alles besiegt und haben nur eine Einheit verloren. Was ich ganz okay finde dafür, dass wir vorher, glaube ich, 7 oder 8 Einheiten verloren hätten. Von daher exzellent. Der nächste Kampf lässt aber nicht lange auf sich warten, denn ihr seht, Idgard greift uns nochmal an mit einer Armee, die ist nochmal stärker als die vorherige. Diesmal werde ich ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ich kann übrigens auch sagen, wenn ihr nachspielt, ihr müsst hier eigentlich jeden Kampf selber kämpfen, denn ihr verliert konstant Einheiten, wenn ihr Auto-Resolved. Das heißt, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr hier in irgendeiner Weise Vorteil im Auto-Resolve habt. Ihr werdet da wirklich eine gute Strategie haben müssen und auch viel Geduld, sonst funktioniert das nicht. Statt dass ich jetzt den ganzen Kampf nochmal zeige, der sich schon sehr ähnlich gestaltet wie der letzte Kampf, zeige ich einfach ein paar Highlights. Bin wie gesagt vorsichtiger vorgegangen, von daher war es dann doch eindeutiger, wobei Verluste halt kaum noch zu vermeiden sind bei diesen größeren Kämpfen gegen diese Elementare, wie angedeutet. Eternity later. Ja, und nach diesem intensiven Kampf mit brutalen Schlachten und, naja, ihr wisst schon, was ich meine, habt ihr das Ergebnis hier. Wir haben eine Einheit verloren, nicht ganz so viel wie vorher angegeben. Das Problem ist, die Stadt hat massiv viele Befestigungspunkte, was uns noch ziemlich ärgern kann. Am Anfang, als wir belagert haben, hat das Ganze 15 Runden gedauert. Ich habe auch kein Belagerungsgerät bauen können, denn wir sind ziemlich broke. Aber dann haben wir die Belagerungsmagie gewirkt und Trommelwirbel. Ihr seht, wir kriegen massiv viel Belagerungspunkte dazu, weil jede einzelne Unterstützungseinheit, die in all diesen drei Stacks stecken, mit einem Punkt hinzugeben. Das heißt, wir haben insgesamt 4 plus 5 plus 5 sind 14 Belagerungspunkte. Zur Feier des Tages gönnen wir uns ein neues Buch, diesmal Buch der Zyklen, natürlich wegen Projektile der Verwesung, die auch unsere Unterstützungseinheiten treffen. Wir kriegen auch die T4-Einheit Druide des Zyklus, aber ich sag euch ganz offen, die brauchen wir nicht unbedingt. Wir werden trotzdem ein paar davon bauen, einfach weil wir wollen flexen. Aber ansonsten ist es eigentlich unnötig, denn die Strategie geht auch, so wie unser Labor es vorher überlegt hatte. Während wir uns also schön die Projektile Verwesung holen, hat sich der gute Idgard gedacht, er haut einfach mal kurz aus der Hauptstadt ab und lässt uns da alleine stehen. Das lassen wir natürlich nicht zu und deswegen verfolgen wir ihn und machen ganz viel Disrespect, indem wir mit 2 Stacks gegen 2 Stacks ein bisschen ankämpfen. Und danach treten wir den strategischen Rückzug an. Damit geht eigentlich auch die letzte Hoffnung für Idgard dahin, noch irgendwas kämpfen zu können. Deswegen kämpfen wir jetzt diesen letzten kleinen Kampf noch gegen die Stadteinrichtung. Und was? 3 Einheiten sollen uns 3 Einheiten töten? Das funktioniert doch gar nicht. Ich habe den Kampf gekämpft und ich habe trotzdem was verloren. Ja, denn die Stadtverteidigung war ziemlich nervig mit diesem Repeater-Bolzenwerfer oder so. Ziemlich lästig. Auf jeden Fall ist Idgard besiegt und wir alle können uns freuen, denn wir haben unseren ersten Widersacher beseitigt und können unsere Macht genießen, denn die Strategie ist sehr gut aufgegangen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ihr kennt es ja mittlerweile, wenn wir es feiern, dann feiern wir richtig. Und deswegen gibt es Projektile der Verwesung, auch wenn wir hier nur Mammut sehen. Unsere ganzen Support-Einheiten werden davon betroffen. Das heißt, wir machen mehr Verderbnisschaden.
und verseuchen die Leute, was perfekt ist. Ihr seht es auch hier nochmal im Überblick, was wir alles haben. Die Fädenverbindung, die ganzen Sachen, die ich erwähnt habe. Rudelmitglied habe ich noch gar nicht besprochen. Und so weiter und so fort. Wir haben also langsam schon eine recht gute Aufstellung. Die Strategie geht auf. Wir sind auch eigentlich da, wo wir hin wollten. Ich würde jetzt noch alle in Pflanzen verwandeln wollen und dann tatsächlich auf T5 gehen. Aber ich glaube, bis dahin sind wir eigentlich schon durch. Denn wir werden uns jetzt in das nächste Opfer aussuchen. Grimir will ich Frieden schließen, weil wie gesagt, den habe ich halt selber erstellt. Aber was er da verlangt, ist halt lächerlich. Wir haben uns die Turmspitze unten eingenommen. Dieses dicke Belagerungsprojekt, wenn ihr euch erinnert, bekommen wir da. Und er will halt einfach das haben oder noch ganz viel Geld. Ich schmeiße dieses Geld in den Rachen, weil wir haben es jetzt tatsächlich momentan. Wir kriegen 500 pro Runde, passt also ganz gut. Wir sehen unten auch den Clash, also unsere Armeen stehen da. Da stehen die von Artica und unten die von Grimir. Das heißt, unsere Fronten sind ganz klar geklärt. Grimir und Artica sind auch im Krieg. Das heißt, wir können diese Situation natürlich komplett ausnutzen und gucken uns einfach mal an, was denn bei der KI so passiert, wenn die sich gegenseitig auf die Mütze geben. Artica hat die Belagerung begonnen. Das ist für uns die beste Gelegenheit, noch ein Zauberbuch zu nehmen. Und diesmal nehmen wir Rasen, Fokus und Astralblut, was beides unsere Einheiten natürlich perfekt kombiniert oder bufft und sie nochmal stärker machen sollte. Wie gesagt, die Stärke liegt natürlich jetzt vor allem im Beschwören, aber es kann nicht schaden, unsere ganzen Einheiten zu buffen. Oh, die Belagerung ist noch gar nicht begonnen. Fake News, Fake News. Aber Artica steht zumindest da bereit, sich da irgendwann vielleicht mal dazu zu entschließen, auch mal eine Belagerung zu starten, hypothetisch. Wir können übrigens gerade keinen Krieg erklären. Ich muss ihr das Ganze hier mal abbezahlen. Ihr wisst, wie das läuft im Kapitalismus. Erstmal Geld bezahlen, danach Krieg erklären. So läuft es nun mal. Wir haben auch ein zentrales Gebäude gebaut, die Magiergilde. Kommt natürlich ein bisschen spät, aber gibt zwei Startränge für jede Unterstützungseinheit. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal Nachschub brauchen, können wir uns da immer schön nochmal schön hochgepushte, gebuffte Veteranen, Druiden des Zyklus oder Animisten oder Wildsprecherinnen holen, die unsere natürlichen Elfensegen in die Welt hinaustragen können. Grimir kennt nur eine Sprache und das ist die Sprache des Geldes. Was wir hier wieder sehen, er will Kies für Kies über Kies, aber wir haben es wenigstens geschafft, einen Verteidigungspakt mit ihm zu schließen. Artica hat nun die Belagerung begonnen und schauen wir uns einfach mal an, wie das so läuft. Das ist dann nicht so gut für unsere Verbündeten gelaufen und Artica konnte jetzt ordentlich in Untote beschwören und steht da jetzt mit einigen Stacks auf dem Außenposten. Das ist natürlich für mich die Gelegenheit, sie endgültig zu zerquetschen. Also machen wir es wie in jedem guten Strategiespiel, ob Grand Strategy oder 4X. Wir brechen die Geneva Convention, also die Genfer Konvention, und erklären ihr einen ungerechtfertigten Krieg. Ich habe es euch schon gesagt, ihr müsst jeden Kampf eigentlich selber kämpfen, denn ihr werdet sehen, obwohl die Armeen angeschlagen sind, werden wir nur Einheiten verlieren. Ich akzeptiere natürlich eine Einheit, das ist kein Problem, und gehe dann zum nächsten Stack direkt über. Hier kommt, glaube ich, das erste Mal im gesamten Spiel, dass ich ein Ergebnis habe, wo ich alles behalte, wenn es um so größere Kämpfen geht und nicht die gerade total einfach sind natürlich. Bleiben dann noch die Überreste von ihrer Armee, B1-Skelette und so weiter, sollten überhaupt keine Probleme für uns darstellen. Ja, und ihr seht's. Jetzt haben wir drei verloren. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Deswegen gehen wir hier in den Kampf und vernichten Artikas Armee komplett. Auch wenn sie vielleicht nachher noch ein paar Stacks aus dem Hut zaubern wird. Und ihr seht, ich habe den Kampf schon mal reingeschnitten. Die sind tatsächlich auf uns zugelaufen. Das heißt, wir haben die eigentlich jetzt schon in der Tasche. Wir beschwören natürlich für unsere Armee. Ihr seht es. Und hauen voll drauf. Auch hier brauchen wir nicht viel zu lange drüber zu reden. Wir haben jetzt keine gigantischen Erdelementare gegen uns. Oder sonst irgendwelche Einheiten, die uns großartig bedrohen. Deswegen werden wir hier locker drüber waschen. Ihr seht selber dieses Gewusel auf dem Feld, wir beschwören halt. Die Strategie ist wirklich cool, kann ich nur noch mal sagen. Das ist etwas, was einfach kein Gegner widerstehen kann. Das ist absoluter Schieß, weil, wie gesagt, wir können die unendlich beschwören, die ganzen Mammuts. Und die sind saustark. Ich glaube sogar mit anderen toten Tieren wäre es sogar noch stärker. Zwischen der Säbelzahntiger ist halt noch brutaler als das Mammut. Aber ihr seht halt selber, wie wir über die wegwalzen. Damit haben wir alle einen ausgerottet und die sind geflohen, die restlichen. Ich weiß nicht, ob das Lebende waren, ist ja auch egal. Wir haben natürlich keine Einheit verloren. Bei dieser Schlacht hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Das heißt, jetzt geht's auf zu Artikas Hauptstadt. Und danach hoffen wir, dass wir gewonnen haben mit Grimir, unserem Kumpel, dabei. Währenddessen holen wir uns als Feier des Tages, wie immer, ihr kennt es, Buch des Paradieses. Ich will nämlich meine Einheiten zu Pflanzen machen, 20 HP geben und Statuswiderstand. Denn es gibt eigentlich im T5 noch das Buch, wo ihr nochmal die Pflanzen komplett lächerlich buffen könnt. Das heißt, unsere Unterstützungseinheiten würden noch viel stärker werden von unserer Kultur, was das Ganze natürlich richtig, richtig, richtig übertrieben machen würde. Das wäre nötig gewesen, wenn wir noch einen Gegner hätten, der uns noch in irgendeiner Weise gefährlich werden könnte. Durch unsere Belagerungsmagie hat die ganze Belagerung nur 4 Runden gedauert und wir sehen, was hat Artica in diesen 4 Runden alles zusammengebaut?
Noch seht ihr die Flaggen nicht, aber jetzt gleich. Es sind natürlich nicht nur ein Stack, nicht nur zwei Stacks, nicht nur drei Stacks, sondern es sind, wie viel sind sechs? So fast sechs Stacks. Naja, nicht ganz. Es sind fünf Stacks. Und da müssen wir jetzt noch einmal gegen vorgehen. Und eigentlich können wir jegliche Niederlage hinnehmen oder Verluste hinnehmen. Aber natürlich kämpfen wir noch einmal ehrenvoll den letzten Kampf in dieser Belagerung und zertreten Artika unter unseren elfengleichen, wunderschönen, naturbelassenen Füßen. In Runde 2 sieht das Ganze dann wieder so aus. Ihr kennt das Spiel. Wir haben wieder eine massive Beschwörungsarie durchgeführt, tausende Heilungen absolviert und uns natürlich eine Armee geschaffen, die nicht schlagbar ist für diese KI, die wir vor uns haben. Trotz dessen, dass sie nochmal 4 Stacks herbeigeholt haben, da auch einige gute Einheiten bei sind. Also lehnen wir uns zurück und genießen die Show von unseren Mammuts. Damit haben wir Artika in den Staub getrampelt mit unseren mächtigen, bahnbewehrten Hufen und können einen Sieg feiern, wie wir ihn noch nie feiern konnten. Denn alles Böse auf dieser Welt ist vernichtet. Aber wir haben halt noch nicht gewonnen. Wollen wir uns darüber aber Gedanken machen. Wir haben ja erstmal zu Gaias Auserwählten, was wir eigentlich ja schon von Anfang an waren. Aber jetzt sind wir es offiziell nochmal. Und das Problem ist, ja, er will jetzt kein Bündnis mehr mit uns machen, weil es zu wenige Spiele auf der Karte gibt. Ja, coole Mechanik. Danke, Age of Wonders 4. Deswegen machen wir es ganz ehrlos und greifen ihn jetzt auch noch an. Kriegen noch mehr Mali, unser Imperium. Aber wen interessiert es? Die Hauptstadt wird belagert. Der Grimnar wird umgehauen. Und die ganze Welt wird dann uns gehören. Grimnar hat offensichtlich davon gehört, dass unser Reich das Tollste und Schönste ist. Und dachte sich, Vacation. Und setzt sich erstmal schön seinen Außenposten vor unserer Hauptstadt und chillt dann eine Runde. Doch die einheimischen Sicherheitskräfte haben da leichte Probleme mit und hauen ihn erstmal aus dem Leben. Und zu Hause sieht die Situation für unseren weiß bebarteten Freund auch nicht besser aus. Und nachdem wir ein letztes Mal den Boden mit ihm schön aufgewischt haben, können wir sagen, ja, mit Unterstützungseinheiten könnt ihr auch auf Brutal dieses Spiel gewinnen. Vor allem mit dieser Strategie, die ich euch präsentiert habe. Und das war's für dieses Video. Wir haben die Kraft der Mammuts genutzt, die Kraft der Unterstützungseinheiten, der Heilung und der Magie, um unsere Feinde zu unterjochen und einen Sieg zu erringen, der glorreicher nicht sein könnte für Stieles Stahlkiefer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für weitere Videos schaut gerne mal hier rein und bis zum nächsten Mal.